Hallo liebe Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, heute hier in No Man's Sky. Ja, Galaxie-Abenteuer, Open World, Survival, was auch immer Spiel, alles dabei eigentlich, das prozedural generiert ist, was heißt, man kann, ja, ich glaube, unendlich weit in eine Richtung fliegen. Es gibt immer wieder neue Galaxien oder halt neue Sternensysteme, wie auch immer. Und ja, ich habe gesehen, Starfield ist jetzt neu rausgekommen. Ich glaube, so hieß es. Und ich, ehrlich gesagt, ich musste gleich, sobald ich auch das Spiel gesehen habe wieder, muss ich auch an das Spiel denken. Hab mir nämlich auch überlegt, es zu holen. Aber spielen wir mal No Man's Sky, damit wir vielleicht wieder ein bisschen reinkommen und vielleicht irgendwann mal dann Starfield kann sein, vielleicht, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, wir nehmen normal. Jetzt wird es sicher, wird schon laden oder kommt zuerst noch irgendwie so eine... Nee, es lädt sogar instant, okay. Ich hoffe, es ist nicht zu laut oder so. Die Musik auch und alles. Ich glaube, es ist zu laut. Die Musik zumindest glaube ich nicht, die habe ich extra leiser gemacht. Okay, sie ruckelt ein bisschen, ich habe nämlich auch auf Abedabe auch auf hoch gestellt, nämlich die Grafikeinstellung Ritomuse Yesho, Droige Drabnival. Okay. Gibt es irgendwelche lustigen Namen? Irgendwelche anderen lustigen Namen? Wäre lustig. Ah, nicht mehr. Es hat sehr schnell geladen. Yo. Es hat wirklich echt schnell geladen. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Okay, wir sind... Okay. Okay. Leider wieder aufstehen. Alter, die Musik, Alter, die geht richtig ab, Mann. Alter. Da ist man gleich dabei mit minus 60 Grad Celsius. Das, so will man das haben. Ja, okay, Jetpack. Okay, die Musik wird lauter, sie wird immer lauter. Minenlaser. Okay. Tab. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was da stand. So. Okay, ich muss irgendwas bauen. Den Scanner muss ich probieren. Okay, er funktioniert nicht. Führe einen Scan durch mit C. Okay, er geht nicht. Also ich muss was kaputt machen. Ich will eigentlich... Okay, da, somit kann man hinhauen. Ich will nur die Sicht verändern eigentlich. Die ist Taschenlampe. Y ist irgendwie Bohrmenü, okay. B, Z, U, G, F, R, K, nicht wegrennen. J, L, M, N, O, E, V, W, Vision. Alter, wie wechselt man Sicht? Boah, Mann, jetzt, das kann ich jetzt extra wieder nachschauen. Ah, man sieht da kurz einen Cut, ich werde das kurz nachschauen. Okay, nach jahrelangem Herumsuchen habe ich endlich gefunden, wo die Einstellungen dafür sind, dass man das verändern kann. Und ich krepiere gerade. Leider, weil ich so lange die ganze Zeit rumgeschissen habe, da leuchtet irgendwas. Drum, wir brauchen Ferritstab. Ein kleines Ding. Nee, da. Au. Drecksding. Ferritstab. Okay, abbauen. Wir brauchen 75 Sachen davon. Einheiten. Okay, man bekommt echt nicht viel eigentlich. Ich brauche viel mehr. Ich brauche viel, viel mehr. Da noch. Okay. Immer noch nicht genug. Da noch und da noch. So. Jetzt repariere den Scannerschaden mit I. Nee, Tab. Reparieren.
Reparieren. Okay. Nutze den Scanner. Okay, wir haben gescannt. Sammle Natrium. Da ist Natrium. Natrium Plus. Alter. Wer braucht Natrium, wenn ich Natrium Plus habe? Ganz ehrlich. Ich nehme Natrium Plus. Das ist für den Wärmeschutz. Okay, das brauche ich. Das brauche ich instant. Sofort. Das ist das Erste, was ich brauche. Wieso kann ich eigentlich nicht schießen? Seht ihr das? Ich kann da nicht hinschießen. Zeigt mir irgendwie so No-No-No an. Oder reicht da mein Scanner nicht dafür aus? Fortgeschrittener Minenlaser, Mann. Nötig, notwendig. Ist da vielleicht zufällig was drin? Durchsuchen. Sauerstoff brauche ich nicht wirklich. Lebenshaltung oder sowas. Irgendwas. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Auch Natrium. Da ist Natrium. Ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Viecher da sind. Irgendwelche garstigen Viecher. Großes Ding. Zweimal gleich sogar. Sehr gut. Okay, und laden auf. Gefahrenschutz, Natrium. Draufhauen. Okay, uns geht's wieder besser. Viel besser. Ich brauche aber noch mehr Natrium, da ist noch mehr. Weil, ja. Automatisches Notsignal entdeckt. Entdeckt. Wie weit weg? 495 U-Schieß. So weit weg ist das. Gefahrenschutzeintrag. Da haben wir noch mehr. Komm, ich brauche das. Ich brauche das schon. Zack, zack, zack. Da haben wir auch noch was. Was ist das? Wasserstoff? Die Wasserstoff. Naja, nehme ich halt mit. Bisschen was davon. Kann ja nicht schaden, denke ich. Da brauche ich einen Atlas Pass for Ants. Okay. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ist lang her. Also ein bisschen kenne ich mich noch aus, aber nicht so gut. Und es wurde sehr viel hinzugefügt. Also da könnt ihr euch... Alter, was ist denn das für ein Konstrukt? Junge, was ist denn... Die riesige, der, also die riesige Wurst, der riesige Kackhaufen so. Oder, keine Ahnung, die riesige Nacktschnecke, keine Ahnung. Ein Konstrukt aus vergangenen Zeiten. Ja, gehen wir mal zum Notsignal. Scan wieder mal. Ja, wieso, was ist so komisch da vorne, seht ihr das? Es leuchtet. Alter, der Typ, das ist auch wieder so ein Spiel. Das ist ein Typ, der kann 4 Meter rennen und dann bekommt er schon einen Herzinfarkt. Also, wie immer. Reines Ferret ist das. Hm, können wir aber auch nicht abbauen. Brauchen wir einen besseren Laser. So, da in diesem Tal ist das drin. So ein Skelett hinten. Nee, schaut nur so aus. Okay. Eine Flagge, Raumschiff und kaputte Teile. Kann ich das abbauen? Kohlenstoff. Naja, nehme ich halt mit. 22 gleich davon, okay. Da brauchen wir wieder so einen Atlas Pass vor 1. Ja, okay, das ist die Flagge nur. Da fliegen schon Sachen herum. Ja, verrosteten Kack. Brauche ich Rost? Ich glaube, das war immer so das Ding, dass man das fast nie braucht. Aber ich kann es verkaufen. Ein bisschen was. Verscherbeln. Nehme ich halt mit. Zuerst mal looten. Dann schauen wir uns das Ding an. Da haben wir noch was. Zuerst will ich mal alles weglooten. Verdichtet der komische. Okay. Da steht ein Raumschiff. Eine beschädigte Maschinerie. Zähe Flüssigkeiten. Erntematerial. Ja, nehme ich halt mit. Von mir aus. Nanit. Nanit erhalten. Okay.
Das Licht brennt da seit Jahren wahrscheinlich schon. Da liegt auch noch was herum. Da auch noch was. Iteration Nummer irgendwas. Sagen bei Grenz... was? Grenzschichtablösung? Wahrscheinlich. Schiff 16 geleert. Grundwächterintervention. Vorsätzliche Übertragung. Analyse. Neue Iteration generiert. Anomalieeindämmung vorbereitet. Übertragung mal. Weggehen, ich glaube, dann schließt es einfach wieder nur. Übertragung empfangen. Reisen. Reisenden Anomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam. Position verzeichnet. Systemintegritätsscan initialisiert, Alter. Gehöre ich schon auch zu den wie viel? 2% oder so, die nicht lösen können in meinem Land? Ich hoffe nicht. Nee, es sind, glaube ich, weniger. Keine Ahnung. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Ernte ich gerne. Betrete das abgestürzte Schiff. Dann hocken wir mal rein. Iteration Nummer 239482908492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 49
Planetenkarte. Gut. Was jetzt? Ins Inventar. Route planen. Wow. Das ist auch so richtig cool, dass es so rausgeht und man sieht dann alles. Ich werde die Grafikeinstellungen, glaube ich, auch hochschalten noch. Weil es läuft überraschend gut eigentlich. Sehr, sehr gut. Vergrabenes Technologiemodul und da hinten in 840 Use. Ist auch was. Was surrt da so herum? Seht ihr das? Oder bist es. Ja, es ist, glaube ich, diese Sphäre da. Naja. Ich mach, wie es mir angeschafft wird. Ich gehe mal zu dem Notrufsignal, würde ich sagen. Tap, tap, tap. Komm. Wir haben noch ein Jetpack. Okay, es ist nicht kaputt. Yo. Die fliegen schon herum. Und die haben einen Planeten mit einem. Hoppla, das wollte ich gar nicht. Den Scan. Wir haben einen Planeten mit Ringen. Interessant. Und da sind wir zwei in der Ferne. Alter, das schaut so cool aus. Wirklich. Ich muss das Spiel wirklich auf höhere Einstellungen auch stellen. Weil. Das wird dann. Kreatur. Eine Kreatur. Ich muss. Das schaut ja so gut aus, dann sicher. Weil das ist schon auf hoch und es gibt noch eine höhere Einstellung. Alter, wie geil das dann aussehen muss. Ich finde es so gut, man kann das so alles überblicken. Das ist schon ein schönes Spiel. Oh, okay. Ich nehme mal alles mit. Systemboost, Systemboost, Systemboost. Oh, okay, jetzt gehen wir ab. Jetzt gehen wir ab, glaube ich. Zumindest das Chatback geht jetzt ab. Beschädigter. Nein, der Blizzard entdeckt. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn es jetzt schon minus 60 Grad hat und dann noch ein Blizzard kommt. Okay. Oh, oh, suche in Höhlen oder Gebäudenschutz. Lade den Gefahrenschutz auf. Oh, oh, der Blizzard ist da. Oh, das sind... Kacke, das sind immer noch 400. Boah, bitte nicht draufgehen, bitte nicht. Da haben wir ein Atrium noch. Irgendwelche Kugeln. Ich muss die mitnehmen. Müssen nicht, aber ich nehme die mit, weil schaut mir sehr teuer aus. So. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe genauso viel wie ihr jetzt gerade. Mein Atrium, wir brauchen das. Aber jetzt geht's um die Wurst, sage ich euch. Jetzt geht's ran. Gefahrenschutz aufladen und draufhauen. Okay. Also, Natrium bringt uns eh ziemlich viel, aber ich brauche halt Natrium. Das ist das Ding. Sonst geht mir der Saft aus. Mehr Natrium. Wie viel noch? Okay, wir sind gleich da. 160, 150. Da haben wir. Oh, das sind Gebäude sogar sehr gut. Da können wir uns verstecken. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Gesamtes Visier ist verrostet gefühlt. Ja, verrostet halt. Fast. Nicht verrostet. Ah, oh, gut. Na, ja, schön. Schöne Hütte. Wirklich. Hat er wer liebt? Keine Ahnung. Oh, so rein da. Und wieder aufzauen. Oh, angenehm. Sehr angenehm. Ja, nee, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Lass zu. Mehr Kohlenstoff. Kann ich schön die Pflanzen ausreißen. Wie auch immer das gehört, der tut mir jetzt leid. Hulu-Archiv. Archivzugriff erfolgt. 6 von 7 Protokollen beschädigt. Eintrag für Lalalala erfolgt. Hier ist immer noch die Nummer vom Raumchef. Niemand. Mache diese Aufzeichnung für den Fall. Hinterlasse im Hersteller. Könnte von Nutzen sein. Okay. Visier beschädigt. Okay, ich höre schon auf. Kann das Schiff nicht finden. Vorräte bergen. Das Protokoll endet und die Maschine wacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur meines Schiffs benötige. Weiter. Wem er mich hier geführt hat, bla bla bla. Ja. Hermetisches Siegel.
Ja, Stuhl. Yay. 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 Alter, okay, es packt schon rum. Nochmal verschlüsselte Navigationsdaten. Es dreht sich. Es ist ein Fidget Spinner. Ein Fidget Cube. Zweiter Stuhl. Können wir auch drehen. Noch irgendwas? Ich glaube. Nee, da können wir noch ein bisschen. Alter, produzieren die das? Ich glaube schon. Der Blizzard ist vorüber. Gehen wir nicht da noch rein, wenn wir schon da sind. Da kann ich nichts mehr rausholen. Aber da noch. Nochmal verschlüsselte Navigationsdaten. Hm, interessant. Da können wir nichts machen. Interessante Graphen, gell? Oder? Gell? Ja, 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 Aktien. Das Broker, ja. Hm, naja. Schauen wir da mal raus. Eine sehr schöne Aussicht. Aber schaut richtig cool aus, das Spiel, wirklich. Können wir da noch was machen? Nee. Ja, dann würde ich sagen, werde ich das wieder mal... Wölfe? Nee. Werde ich das wieder mal für hier so stehen lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich vielleicht wissen mit einem Like, einem Abo oder Kommentar. Würde mich sehr freuen, wenn euch No Man's Sky gefallen sollte. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich vielleicht noch ein anderes Spiel oder so spielen würde. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, würde mich auch schon freuen. Und habt einen wundervollen Tag. Der Wärmeschutz ist jetzt aktiv. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen Tag und so. Und ciao.